Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute mal wieder einen Liebesbrief von deinem Gegenüber an dich legen oder beziehungsweise ziehen. Und bevor wir damit anfangen, ich habe jetzt wieder neue Subliminals und Meditationen mit Affirmationen auf meinem anderen YouTube-Kanal hochgeladen. Auch zum Thema Liebe oder Wunschpartner manifestieren, aber auch zum Thema Loslassen, Vertrauen und Empfangen. Ich verlinke mal ein Video hier am Ende diesen Videos und mache auch mal einen Link in das Kommentarfeld, dann kannst du dich da mal, ja, kannst du mal durchstöbern dort, ob da ein Thema für dich auch dabei ist. Okay, dann legen wir jetzt zwei Kartendecks aus und ziehen die dann ganz intuitiv. Was hat dein Gegenüber, dein Wunschpartner, ja, zu sagen? Okay, einmal und dann nehmen wir noch die Chuck Spezzano-Karten, also die Karten der Liebe. Okay, so. Und am Ende ziehen wir noch eine Liebesnachricht. Okay, dann schauen wir mal rein. Was? Ah, schau mal, hier haben wir den Ritter der Kelche direkt. Also hier möchte er quasi schon, oder die Energie von ihm sagt ja schon tatsächlich, dass er mit dir ein Gespräch suchen möchte. Vielleicht möchte er dir auch wirklich die Emotionen ausschütten. Ja, also hier geht es wirklich auch um Emotionen, hier geht es um Gefühle. Das ist der Ritter der Kelche. Ich habe das Gefühl, er bereitet schon quasi etwas vor, um mit dir ins Gespräch zu kommen, aber auch sehr wohlwollend, sehr emotional bezogen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er dir ja etwas mitteilen möchte, was auch für dich eine sehr gute Nachricht sein wird. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier die Wahrheit. Ja, vielleicht erkennt er jetzt wirklich auch, dass das zwischen euch, eure Verbindungen sich auch wirklich echt anfühlt, authentisch anfühlt, dass sich das für sein Herz einfach auch richtig anfühlt. Und das ist auch hier eine Heilungskarte. Lass uns mal weiterschauen. So, hier haben wir den Ritter der Schwerter. Ja, das ist auch hier, ne, ein Ritter, der ist hier so auf das, so schon quasi am Rennen auf das Motorrad. Also hier hat es wirklich jemand ganz, ganz eilig, zu dir zu finden. Als hätte er eine Aha im Moment gehabt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er wirklich wie so einen Gedankenblitz durch den Kopf geschossen bekommt, dass das zwischen euch sich wirklich wie die Wahrheit anfühlt, dass sich das echt anfühlt und dass er jetzt überhaupt keine Zeit mehr verlieren möchte, ja, um mit dir in dieses Gespräch zu gehen, um irgendwelche Dinge auch, ja, zu lösen vielleicht auch, oder dass ihr beide mehr zusammengeschweißt werdet. So, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir einen Traum wird wahr. Ja, er hat hier tatsächlich viele Träumereien, ja, in Bezug auf euch beide. Wir haben jetzt hier auch zweimal den Blumenstrauß bei dem Ritter der Kelche auch. Na, also es kann auch wirklich bei vielen von euch sein, dass du hier mit einem Blumenstrauß überrascht wirst. Aber dadurch, dass er jetzt auch wirklich erkennt, das ist die Wahrheit zwischen euch und das soll nicht nur ein Traum sein, er möchte diesen Traum wirklich auch zur Realität werden lassen, möchte er jetzt einfach die nötigen Schritte unternehmen und deshalb ist er auch wie der Ritter der Schwerter jetzt so wirklich, hat es sehr eilig, um jetzt auch wirklich ganz schnell die Dinge ja zwischen euch wirklich zu besänftigen oder einfach wirklich auch die Wahrheit jetzt auszusprechen, wie er auch tatsächlich über dich empfindet, ja, und zwar sehr emotional gebunden. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ach, noch ein Ritter, das gibt's ja gar nicht. Also hier, das Feuer ist wirklich entfacht, er ist hochmotiviert, also ich habe das Gefühl, er ist gerade wirklich sehr, sehr stark in der männlichen Energie, wirklich im Tatendrang. Kleinen Moment. Und also hier kannst du dich wirklich auf etwas gefasst machen, dass hier etwas auf dich zukommt, also wirklich ganz viele Aktionen auf dich zukommen, um eure Verbindung auch zu stärken von deinem Gegenüber. Hier haben wir das Geben, weil er möchte dir unbedingt etwas, vielleicht sogar jetzt hier wirklich ein Geschenk überreichen, aber jetzt nicht nur eins, was du in der Hand halten kannst, sondern dir auch, habe ich das Gefühl, jetzt auch sein Herz zu schenken. Ja, also er ist jetzt, und das ist so schön, weil die männliche Energie möchte ja auch gerne geben, die kommt in den Tatendrang. Und wenn ich das jetzt mal so im Spiegel Bild sehe von euch beiden, gehe ich jetzt davon aus, wenn du jetzt hiermit in Resonanz gehst, dass du gerade viel in deiner weiblichen Energie bist. Kleinen Moment. Weil ich sag mal, wenn man in der weiblichen Energie ist, dann gibt man dem, wenn es sich jetzt um eine männliche Person handelt, dann kommt automatisch so diese männliche Energie natürlich auch dominanter zum Vorschein. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ja, der Page der Schwerter, und die möchte ich auch nochmal abklären. Das kann zwei Bedeutungen jetzt hier für mich haben, deswegen möchte ich die gerne nochmal abklären. Ja, und das Abenteuer.
Entschuldigung, ich bin noch etwas erkältet. Ja, und hier tatsächlich sammelt er schon Ideen. Ja, wir haben es ja auch schon mit dem anderen Rittern gesehen. Er möchte irgendetwas ganz Besonderes vorbereiten für dich, habe ich das Gefühl. Also er tut sich auch schon erkundigen. Vielleicht möchte er mit dir auch auf eine Reise gehen, um eure Verbindung zu stärken oder ein tolles Event besuchen. Ne? Also da tut er sich gerade wirklich informieren, um dir etwas ganz Besonderes zu bieten, wo du vielleicht auch gar nicht Nein sagen kannst, was ein ganz tolles Erlebnis für euch sein soll. Total schön die Legung, wirklich. So, dann lass uns noch zwei Karten nehmen und noch eine Liebesbotschaft zum Schluss. Ja, weil die Sehnsucht in deine Richtung, die ist zurzeit sehr stark, ja. Also er vermisst dich hier, sein Herz wird so wirklich in deine Richtung gezogen und er möchte am liebsten auch schon langfristige Pläne mit dir schmieden. Also er denkt tatsächlich schon über Zukunftspläne nach mit dir, auch wenn du davon noch gar nichts wirklich mitbekommen hast von den Worten. Aber vielleicht ist das auch wirklich das, was er dir offenbaren möchte, jetzt die Wahrheit aussprechen möchte, was er alles wirklich auch für Visionen hat in eurer Verbindung und dass er jetzt auch die Dinge in die Tat umsetzen möchte, ja? Dann schauen wir mal weiter. Ja, und hier haben wir die Bedürftigkeit und gerade eben, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich habe das Gefühl, dass du gerade so ein bisschen unabhängiger wirkst oder auch mehr in deiner weiblichen Energie wirkst und dieser Mensch fühlt sich gerade sehr so nach dem Motto, er kann gerade überhaupt nicht ohne dich, ja, und deswegen, wie auch der Ritter der Schwerter, hat das gerade auch so super eilig und ist jetzt auch hochmotiviert, auch sich etwas ganz Besonderes einfallen zu lassen, damit er dich wieder auf seine Seite gewinnt, ja, das ist so eindeutig, also sehr interessante Kartenlegung, also wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, dann kannst du dich jetzt hier wirklich auf eine schnelle Aktion gefasst machen, im positiven Sinne. Dann lass uns noch eine Liebesnachricht nehmen. Entschuldigung, hier haben wir die Telepathie. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Also super schöne Liebesbotschaft heute. Dieser Mensch, der, ja, du bist in den Hauptgedanken diesen Menschen und hier die Liebe ist da und auch er hat die Wahrheit erkannt, ja. Und ja, ich sehe hier einfach einen hochmotivierten Menschen, der jetzt hier wirklich ganz tolle Ideen sammeln möchte, um dich wieder zu überzeugen oder vielleicht das erste Mal zu überzeugen, wenn ihr euch gerade kennengelernt habt. Aber hier kann jemand nicht über dich nachdenken. Also du bist sehr, sehr präsent und vielleicht seid ihr auch sehr stark connected, dass ihr euch auch gegenseitig spürt. Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like, Kommentar oder Abo. Und schaut gerne bei den Subliminals Affirmationen vorbei. Wie gesagt, jetzt wird eins hier verlinkt und ihr könnt im Kommentarfeld dann natürlich auch auf einen Link klicken. Okay, dann wünsche ich euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.